Herzlich willkommen zum Teamtreff der Malteser Jugend. Ja, moin moin zusammen. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Teamtreffs NRW. Herzlich willkommen zum Teamtreff zur dritten Ausgabe am Gründonnerstag. Ein besonderes Hallo! Frohe Ostern! Hi, frohe Ostern! Herzlich willkommen! Frohe Ostern! Hallihallo und herzlich willkommen zum Teamtreff mit der Malteser Jugend und jetzt schon wieder mit der vierten Ausgabe unseres interaktiven Podcasts. Herzlich willkommen auch aus dem Weltall von mir zum fünften Teamtreff der Malteser Jugend mit der interaktiven Ausgabe unseres Gruppenstunden-Podcasts Irgendwas Verschnitt. Dieser Teamtreff hat so ein paar Elemente, verschiedene Rubriken. Das geht immer los mit einem kurzen Impuls, wie das immer so bei der Malteser Jugend ist. Und dann gibt es eine Gesprächsrunde über aktuelle Themen. Dann gibt es eine Rubrik, die heißt, was macht eigentlich die Malteser Jugend? Da schauen wir uns so ein bisschen an, was gerade in der Malteser Jugend in NRW und auch in Deutschland so passiert und stellen Dinge vor. Da könnt ihr vor allen Dingen auch Dinge vorstellen und uns die vorher einschicken. Und dann haben wir ja vielleicht ein paar Gesprächspartner vor Ort. Dann wollen wir immer noch ein bisschen mit euch spielen. Alle, die hier sind, werden auch mit uns zusammen eine Interaktion haben. Das heißt, es gibt ein kleines Game. Ich verrate noch nicht, was nachher passiert. Und als letzte wichtige Kategorie ist da der Besuch unseres lieben Maltes. Also es gibt die Kategorie, die Rubrik Frag doch Malte. Da kann man Fragen stellen rund um die Malteser Jugend und vor allen Dingen auch rund um die Malteser als Gesamtverband. Und Malte versucht die zu beantworten oder lädt uns Experten ein in diese Sendung. Genau. Ja, jetzt geht's richtig los mit unserem Teamtreff NRW. Und wir starten mit einer kurzen Gesprächsrunde. Wie in jeder oder bei jeder Malteser Jugendveranstaltung müssen wir uns eigentlich jetzt auch alle vorstellen. Jetzt sind wir aber voll viele Leute und wir können uns gar nicht alle vorstellen. Das heißt, es wäre total super, wenn jeder von euch einfach noch mal kurz in den Chat schreibt, wie er oder sie mit Vornamen heißt und wo ihr eigentlich gerade so sitzt, damit wir mal eine Idee bekommen, von woher ihr kommt. Letztes Mal waren wir über 30 Leute, die kamen aus Essen, Münster, Rommerskirchen, Lohma, Ochtrup, Dortmund, Aachen, Menden, Steinheim, Lippstadt, Nettetal, Meckenheim, Höfelhof, Paderborn und so weiter. Ich bin mal gespannt, von wo die Leute heute da sind. Und während ihr euch vorstellt im Chat mit Namen und Ort, würde ich sagen, fange ich mal an, mich vorzustellen und dann bitte ich meine Co-Moderatoren, das mir gleich zu tun. Ich bin Julian, ich bin der Landesjugendsprecher in NRW und ich sitze hier gerade in Essen in meinem verpixelten Arbeitszimmer. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist ziemlich unordentlich hier, weil ich gerade ziemlich viel zu tun habe. Als Lehrer schickt man ja Material an Schülerinnen und Schüler, so läuft das gerade, das wisst ihr vielleicht auch selber und seid genervt von irgendwelchen Lehrern, die euch die ganze Zeit Material schicken. Das Schöne ist, seit heute sind Ferien. Möchte ich euch gerne meine Mitmoderatorin vorstellen ab dieser Sendung. Und als erstes ist da die Ira. Ira, bist du da? Ich bin da. Hi. Ich bin Ira. Einige von euch kennen mich vielleicht aus dem Bundeslager. Ich bin quasi in NRW eigentlich gar nicht, da komme ich gar nicht her, sondern ich komme ursprünglich aus der Diözese Berlin. Aber auch mich hat es in das schöne Essen verschlagen, ähnlich wie den Julian und noch viele weitere andere Malteser Jugendliche. Genau, man kennt mich vielleicht vom Bundeslager, da bin ich viel, sehr gerne und sehr regelmäßig. Ansonsten war ich mal so im BODFK, also im Bundesjugendführungskreis. Und als ich mir vor der Sendung darüber Gedanken gemacht habe, was ich gerade maltesermäßig mache, ich habe zwischendurch mal mit dem Simon auch aus Essen eine Jugendgruppe aufgebaut, aber dann hat es irgendwie für mich doch nicht so geklappt, bin ich ein bisschen krank geworden. Und jetzt habe ich mir überlegt, was mache ich eigentlich die ganze Zeit in der Malteser Jugend? Und ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dann erhole ich mich von den 3 Jahren BJFK-Arbeit immer noch. genau. Zu Recht, ja. Nein, aber das war wirklich eine super Erfahrung. Aber grundsätzlich bin ich gerade nur dabei, maltesermäßig so am Bundeslager mitzuwirken, jetzt hier den Maju TV mitzumachen oder Teamtreff. Ich habe leider gerade vergessen, wie die richtige Formulierung ist, aber hier dabei zu sein. Teamtreff, okay, Teamtreff.
Und ansonsten haben die Malteser in Essen auch die Idee, dass sie so einen Telefonservice anbieten für ältere Menschen. Da hat sich leider noch, haben sich noch nicht so viele ältere Menschen gemeldet. Trotzdem stehe ich dafür zur Verfügung. Und ansonsten habe ich auch noch ein Privatleben, in dem studiere ich noch und arbeite nebenbei. Und auch das hält mich ganz schön auf Trab. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Ira. Dann haben wir noch den Carsten. Carsten, bist du auch da? Auch ich bin da. Ich starte mal mein Video. Hallo zusammen. Ja, genau, vielleicht um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Carsten. Ich komme aus der Gliederung Meckenheim. Das gehört zur Diözese Köln. Da bin ich ganz, ganz lange schon an verschiedenen Stellen irgendwie aktiv gewesen. Und ja, jetzt gerade sitze ich hier im Haus meiner Eltern in Meckenheim auch wieder und verbringe irgendwie meine Corona-Zeit. Zwischendurch ist man mal irgendwie im Homeoffice unterwegs. Zwischendurch ist man mal dann draußen. Ich habe für mich gefunden, dass ich ein bisschen Sport treiben konnte jetzt in der frei gewordenen Zeit. Naja, ein wenig irre. Ja, und ich freue mich total, jetzt hier im Teamtreff dabei sein zu können, weil auch für mich irgendwie so ein ganz großer Teil Malteserjugend so einen kurzen Moment für eine Woche weg gewesen ist. Und dann haben wir uns angefangen, in Meckenheim irgendwie durchzuorganisieren und das irgendwie zurechtzubiegen. Ja, und das hat mir aber noch längst nicht gereicht, deswegen bin ich super gerne hier auf der Ebene mit dabei und versuche, eine lustige Stunde zu ermöglichen für alle, die dabei sind. Und da es jetzt irgendwie gerade keine Veranstaltung gibt und auch nicht so richtig klar ist, wann es wieder losgeht, beschäftige ich mich die ganze Zeit, ehrlich gesagt, mit Erinnerungen. Und ich habe gestern mal durch meine ganzen Bilder geguckt von Malteser-Jugend-Veranstaltungen der letzten Jahre und es war richtig, richtig toll, es war richtig schön. Und das passt auch ganz gut zu einer Sache, die wir in der letzten Folge gesagt haben, denn wir wollen heute die großen drei besprechen. Das heißt, heute ist die erste Folge der großen drei. Und ich habe euch am Ende der letzten Folge dazu aufgefordert, uns doch mal die großen drei Dinge zu schicken, die ihr in der Malteserjugend gelernt habt. Also alles, was ihr in der Malteserjugend gelernt habt. Und ich würde sagen, dass wir drei hier, jetzt sind wir ja gerade mit dem Gesicht hier im Bild, mal anfangen und von unseren großen drei Dingen berichten, die wir gelernt haben. Und am Ende könnt ihr vielleicht auch noch hier in den Chat was reinposten, was ihr so in der Malteserjugend gelernt habt. Dann kommen wir darauf vielleicht nochmal zu sprechen. Und es haben auch ein paar Leute was eingeschickt. Das werde ich mir hier gleich auch nochmal aufmachen und kann euch dann ein bisschen teilhaben lassen. Ich fange mal kurz an. Auf meinem Platz drei der drei großen Dinge, die ich gelernt habe, ist auf jeden Fall in aufregenden Situationen Ruhe zu bewahren. Und zwar in der Situation im Bundeslager vor 5 Jahren, nämlich 2015. Da war ich Lagerleiter das erste Mal, war sehr aufgeregt. Alle Leute kamen an, alle Busse fuhren auf den Platz, die Zelte wurden aufgebaut und der Himmel zog sich zu und es kam ein riesiger Sturm. 2 Stunden, nachdem die Leute auf dem Platz waren, krachte der erste Baum runter neben ein Zelt und wir mussten in Windeseile entscheiden, was machen wir jetzt mit den 800 Menschen hier draußen. Es kommt ein Gewitter, es kommt ein Sturm. Das Ende vom Lied war eigentlich, dass ich in einem großen Festzelt stand. Alle Leute waren aufgeregt, nervös, keiner wusste, was passiert. Das Festzelt rüttelte, der Sturm schüttelte da dran. Es gab ein bisschen Geschrei und wir in der Mitte mussten irgendwie Ruhe bewahren. Ich saß dann in einem Malteser-Bulli mit Feuerwehrleuten und Polizisten und Leuten von den Maltesern zusammen und habe dann mit die Entscheidung getroffen, was passiert. Und am Ende haben wir alle in der Schule übernachtet und wurden evakuiert. Und das hat mich sehr geprägt. Also das ist mein Platz 3, Ruhe bewahren. Was ist euer Platz 3, Carsten? Jo, ich bin vielleicht nicht ganz so weit mit meiner Top 3, zumindest mit meinem dritten Platz. Ich habe was ganz Triviales, was aber bestimmt viele Leute auch so haben als Erfahrung. Die Malteserjugend hat mich gelehrt, effizient meine Tasche zu packen. Das habe ich definitiv hier gelernt. Ich bin so ein Typ, ich packe immer viel zu viel ein. Also ich packe auch immer noch mal irgendwie ein Kleidungsstück mehr ein, als irgendwie eigentlich notwendig wäre. So. Und eigentlich muss man sich das ja abtrainieren. Und wenn man das aber nicht kann, dann muss man kreativ werden. Und dann fängt man an, dass auf einmal auf der Anfahrt, wo die Brotdose ja noch frei ist, in die Brotdose Socken reinpassen oder sowas. Und ja, das habe ich auf jeden Fall über die Jahre hinweg bei den Maltesern bis zur Perfektion getrieben. Ira, wie steht es bei dir? Was ist deine Top 3? Ja, ich habe natürlich auch vorher überlegt, und ich konnte mich nicht so richtig auf, was das jetzt das eine ist oder das Beste ist, aber ich habe dramaturgisch mir da überlegt, was auf Platz 3 ist.
Und zwar habe ich vor allem im Bundeslager gelernt, mit sehr viel Eleganz alle möglichen Kopfbedeckungen zu tragen. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet und während wir hier also ein bisschen uns unterhalten werden, werde ich euch verschiedene Kopfbedeckungen präsentieren. Und ihr könnt ja mal im Chat sagen, was euch hier so am besten gefällt. Das ist übrigens meine aktuelle Kopfbedeckung. Die trage ich sehr gerne. Die macht so ein bisschen dieses Sportive. Bringt das so in mir hervor. genau. Ich habe aber auch den Chat hier so parallel aufgemacht und habe gesehen, lieber Florian, liebe Grüße zurück an Mutti. Danke. Habe ich wahrgenommen. Ja, während du die Kopfbedeckung vorführst, erzähle ich vielleicht mal von meinem Platz 2. Mein Platz 2 der Dinge, die ich gelernt habe, ist auf jeden Fall das richtige Feuer machen mit Glutkern. Wer nicht weiß, was ein Glutkern ist ein heißer Kern voller Glut, der inmitten von einem guten Lagerfeuer brennt und das ganze Ding die ganze Zeit anheizt. Das habe ich gelernt in einem Pfingstlager von meinem Gruppenopa. Das heißt, mein Gruppenleiter hatte einen Gruppenleiter, der heißt Ben, und der hat mir beigebracht, wie ich ein richtiges Feuer mache. Und man muss eigentlich nur einen dicken Klotz Holz in die Mitte legen und das Feuer drumherum bauen. Und dieser dicke Klotz ist dann der Glutkern, der dieses Feuer die ganze Zeit anheizt. Also das ist mein Platz 2. Carsten, wie ist es bei dir? Ich muss erstmal noch mal kurz auf Ira zurückkommen. Ich finde das ganz fantastisch, Ira, wie du uns da gerade die kleine Modenschau der Kopfbedeckungen machst. Und gerade das, was du da aktuell vorzeigst, ist auf jeden Fall jetzt schon meine Top 1 für Kopfbedeckungen. Genau, mein Platz 2 für was ich in der Malteserjugend gelernt habe, das ist so ein Ding. Vielleicht sind ein paar Leute hier in den vergangenen Jahren schon mal auf einem Gruppenleitenkurs in der Diözese Köln gewesen, denn da ist sehr obligatorisch, dass am letzten Abend, naja, jetzt verrate ich vielleicht auch zu viel für alle, die es mal machen wollen, am letzten Abend gehört auf jeden Fall mit dazu der Schokobrunnen. Und was mich die Malteserjugend gelehrt hat, was ich gelernt habe, ist das perfekte Mischungsverhältnis von Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade und Öl. So, mein persönlicher Favorite ist ja ein bisschen mehr Zartbitterschokolade, aber es gibt Leute, die mögen es übrigens auch lieber so ein bisschen süßer oder ein bisschen locker fließender. Da muss man mehr Öl oder mehr Vollmilch dazugeben. Ja, und genau, es kommen schon die ersten Erinnerungen im Chat hoch. Naja, ich gebe mal weiter an die Ira. Ich bin sehr gespannt, was deine Top 2 nach den Kopfbedeckungen ist. Ja, ich muss natürlich zu der aktuellen Kopfbedeckung noch was sagen. Es handelt sich hier um einen echten Bauhelm. Ja, man sieht es auch hier, ist so ein Netz drin, kann auf jeden Fall was oben drauf fallen, aber dann kommt es mir nicht auf den Kopf. Ich bin ja von Hause aus Bauingenieurin. Genau, aber keine Sorge, hier sind auch noch weitere Kopfbedeckungen. Meine Top 2, oder was heißt etwas anderes, was ich auf jeden Fall innerhalb der Malteserjugend gelernt habe, ist, und da knüpfe ich ein bisschen an Lukas Impuls, vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal dafür, das ist, Freundschaften auf eine ganz, ganz große Distanz zu halten. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich komme aus Berlin, das ist so gefühlt, Julian, jetzt Entschuldigung, wenn ich rechts und links sage und so, ich versuche Norden und Osten und sozusagen, genau, also Berlin liegt so ganz weit im Osten von Deutschland. Und NRW, wo so gefühlt alles in der Malteserjugend, also ganz von mir gefühlt, so immer stattgefunden hat, Bundeslager, die Bundeszentrale ist da und alles, war immer in NRW. Und ey, echt, zwischen Berlin und NRW, das ist eine ganz schöne Strecke. Aber trotzdem habe ich es geschafft, irgendwie immer diese Freundschaften zu halten und habe mich jetzt halt entschieden, nach NRW zu ziehen. Und jetzt merke ich, wie diese jahrelange Verbindungen, die ich da hatte, jetzt zu so wirklich ganz festen Freundschaften führen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und das ist etwas von den Dingen, die ich gelernt habe. Also einerseits auf Distanz eine Freundschaft zu führen, aber auch dann irgendwie so nach Hause zu kommen in allen Teilen Deutschlands. Ja, cool. Vielen Dank. Vielleicht, ich mache mal mit meiner Top 1. Mit meiner Top 1 weiter, der Sachen, die ich gelernt habe. In der Zeit könnt ihr auch gerne noch mal in den Chat schreiben, was ihr eigentlich so in der Malteserjugend gelernt habt. Meine Top 1 ist eigentlich das, was ich auch in meinem Beruf brauche. Ich stelle mich vor eine Gruppe von Leuten und brauche deren Aufmerksamkeit. Wie kriege ich das hin? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe bei der Malteserjugend auf einer Fortbildung gelernt,
dass ich mich dahinstellen muss, Augenkontakt zu den Menschen suchen muss, mit denen ich sprechen möchte. Und dann räuspert man sich mal so oder man fängt einfach so ganz leise so ein bisschen an oder macht irgendwas, was ein Geräusch macht. Und wenn man dann so ein bisschen Präsenz ausstrahlt, die Leute anguckt und wach ist und dann noch so ein kleines Geräusch macht, dann hat man meistens die Aufmerksamkeit der Leute. Und das habe ich bei den Maltesern auf einer Vorbildung gelernt und mache ich jetzt sozusagen jeden Tag auch in der Schule. Ne? Ja, Carsten. Jo, ganz kitschig, meine Top 1, aber definitiv auch ähnlich wie bei dir, das, was mich am meisten vorangebracht hat und was bei mir auch so ein bisschen in den Beruf reinspielt. Ich habe in der Malteser Jugend, sehr sexy Ira, ich habe in der Malteser Jugend das Kommunizieren auf jeden Fall nochmal neu gelernt. Also ich finde, wenn man bei uns ist, und das merkt man auch total in unseren Gruppen und so, die Leute sind im Schnitt viel besser darin, aufeinander Acht zu geben und nochmal irgendwie so auf dem Schirm zu haben, wie geht's den anderen und was kann ich für denjenigen tun. Und ne, das spiegelt sich darin, dass da irgendwie eine richtig coole Gemeinschaft ist, was man jedes Mal auf Zeltlagern, Großveranstaltungen und sowas sieht. Und ich weiß, dass ich als Jugendlicher zu den Maltesern kam, definitiv noch nicht so fit darin war, mit anderen Leuten irgendwie ja cool als Gruppe zu sein. Das kam dazu. Und jetzt kommt damit die Top 1 von der Ira. Ja, ich habe ja schon gesagt, nicht so krasses Ranking, sondern eher dramaturgisch aufgebaut und am Anfang muss eine Kopfbedeckung stehen, damit ich hier meinen Vorrat aufbrauchen kann an Kopfbedeckungen, die ich so rumfliegen habe. Auch ich habe was in die Richtung noch auf meinem Zettel stehen. Und zwar ist es so, in Gruppen Feedback zu geben und auch eben wertschätzenden Umgang zu betreiben und auf die Kleinen zu achten. So habe ich das hier auf meinem Zettel stehen. Und irgendwie so im Blick zu haben, wer gehört jetzt noch mit dazu, wer hat vielleicht in so einer Situation, wie Jürgen sie am Anfang beschrieben hat mit dem Bundeslager, wer hat jetzt vielleicht Angst, weil ich weiß, dass der oder die irgendwas schon erlebt hat. Wen muss ich mal kurz nochmal einmal anlächeln, einmal kurz vielleicht in die Seite knuffen oder einfach eine Aufgabe geben, damit er oder sie was zu tun hat. Das ist so ein bisschen, was ich auf jeden Fall noch gelernt habe und was ich auch immer wieder merke, was mich häufig unterscheidet von Menschen, die vielleicht nicht so jugendverbandsmäßig geprägt sind. Ja, vielen Dank. Also wir haben viele Sachen jetzt gehört, die wir gelernt haben und wir haben auch schon ein paar Sachen gelesen. Jessica hat gerade was geschrieben. Da geht es auch nochmal um den Glauben, aber auch um Freundschaft auf Distanz, das, was uns gerade vor große Herausforderungen stellt. Und sie spricht hier auch Musik an und wir haben noch so ein paar Einsendungen gekriegt. Unter anderem war da auch der Lukas, der auch gesagt hat, er hat in der Malteser Jugend Gitarre spielen gelernt und auch Selbstbewusstsein bekommen. Und was ich noch habe als Einsendung, das fände ich ganz witzig, der Jakko hat uns geschrieben, seine Top 3, er hat gelernt, wie viel ein Kubikmeter Rindenmulch ist und dass es nicht in einen Kofferraum von einem Opel Corsa passt. Das hat Jakko gelernt in der Malteser Jugend. Ich glaube, im Rahmen der 72-Stunden-Aktion. Jakko kann ja mal schreiben, ob das so ist. Jakko hat auch noch gelernt, für große Gruppen zu kochen. Also wie koche ich für meine Jugendgruppe oder ein ganzes Lager? Und dann auch natürlich das, was wir gerade gesagt haben, mit Menschen zu arbeiten, die zu leiten, zu betreuen und so. Ja, ich glaube, wir haben viel gelernt in der Malteser Jugend. Voll spannend. Und es gleicht sich ja doch auch in Teilen. Also wir machen ja irgendwie schon auch das was Ähnliches. Und ja, wie könnte es anders sein? Wir haben noch so einen kleinen Lifehack für euch vorbereitet, den wir zufälligerweise mit zwei unserer drei Gegenstände durchführen könnten. Ira. Ja, man mag es gar nicht glauben, aber ich habe mich vor YouTube gesetzt vor dieser Sendung und habe ein bisschen geübt. Und hier habe ich schon mal etwas vorbereitet. Ich versuche euch jetzt hier, nämlich, wer errät, den Freundschaftsknoten zu machen, den hier mein Elchi aufhat. Ich zeige euch den schon mal. Da wollen wir gleich hin. Ihr kennt den Freundschaftsknoten vielleicht. Ich mache den in der Zwischenzeit nochmal wieder auf. Den kann man in sein Halstuch machen, weil ja, also in das Halstuch, was man so hat. Und da geht auch relativ schwierig wieder auf, damit es eben hält. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das jetzt machen, dass wir den euch zeigen können, vielleicht einfach mal und so ein kleines Tutorial mit euch machen. Ich werde euch da jetzt durchleiten und parallel werden Carsten und Julian mitmachen. Wir machen das zum ersten Mal.
Wir werden uns also ziemlich sicher zum Otto machen, aber vielleicht klappt das ja. Ich habe gemerkt, am besten nimmt man das Handtuch, was man hat. Meistens sind die ja so ein bisschen rechteckig. Genau, und schlägt das erstmal so einmal diagonal. Wichtig dabei, Handtücher haben häufig so kleine Nupsis, dass man die nicht an die Enden macht. Wenn man die also hat, dann so schräg, dann fängt man erstmal an, das so ein bisschen zu drehen, damit man das möglichst, genau, Julia macht schon die richtige Bewegung, das so ein bisschen festzuzurren. Wichtig ist, dass man am Ende hier so zwei bisschen dünnere Dinger hat. Ich werde euch das jetzt hier an dem Kuscheltier so, man legt sich am besten hier so um den Maske auf, um den Hals legen. So, ich versuche mal das hier so, dass ihr das seht. Also man hat jetzt hier zwei von diesen Enden irgendwie, aha, im Idealfall sind die natürlich ganz schön. So, und dann nehmt ihr ein Ende und knickt es so um, sodass ihr hier so eine Lasche habt. Ja? Oh Gott, ja. So. Ich sehe mich ja selber kaum, ich muss das hier mal ein bisschen größer machen. So, und dann legt ihr von vorne das so oben drüber erstmal. Jetzt sieht das so aus. Ja, ich habe das hier oben so rübergelegt und legt es hinten drumrum. Dann sieht das jetzt so aus. Ihr habt hier die Seite, die geht einmal hier so und das andere geht von oben so unten drunter durch. Mhm. Und dann klappt ihr den Nupsi von dem Tuch wieder nach oben, sodass ihr hier jetzt im Prinzip eine Schlaufe habt und daneben den Nupsi. Und hinter dem Nupsi kommt der andere von der anderen Seite noch wieder mit hervor. Und den klappt ihr über den einen Nupsi von rechts. Julian, bitte mach so, dass du Luft kriegst. Und fädelt ihn dann durch diese Öse durch. Ja, dann kommt der im günstigsten Fall hier so raus. Und dann zieht ihr den tada fest. Wow. Zieht ihr den fest so, am besten immer so ein bisschen in alle Richtungen. So. Ja, immer so quasi das, was so gegenüber liegt. Ja, und dann? Ja, voll, ganz einfach eigentlich. Ganz also, einfach. War ja easy. Bei mir sieht es jetzt so aus. Ja, genau. Okay. Ja, zack, fertig. Ja, das auch. Ja. Ja, vielen Dank für diesen Lifehack. Ich habe es richtig gut hinbekommen. Mit spiegelverkehrter Videoschule. Ich hoffe, ihr zu Hause habt es auch alle versucht und hinbekommen mit Küchentüchern. Wenn ihr es noch nicht könnt, könnt ihr ja euer Malteser-Halstuch auch aufmachen. Das ist vielleicht damit so ein bisschen besser. Und jetzt mit der Aufnahme dann später, morgen oder so, mit Iras Erklärung es nochmal versuchen, bis ihr es könnt. Und nächste Woche könnt ihr uns hier eure Knoten präsentieren. Vielen Dank schon mal gerade für dieses Spiel und diesen Lifehack. Und die Zeit ist schon so ein bisschen vorangeschritten. Wir haben ja gesagt, wir machen immer so zwischen 30 und 45 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 45. Wir gehen jetzt noch schnell in unsere letzte Kategorie. Und diese Kategorie heißt bei uns, frag doch mal Malte. Und dazu brauche ich mal Malte. Malte, bist du eigentlich auch irgendwie hier? Bist du dabei? Servus Leute, was geht? Könnt ihr mich hören? Ja, ich höre dich schon. Ja, oh ja, und jetzt sehe ich dich auch. Hi Malte. Moin. Was geht ab? Ja, alles klar bei mir und selber. Ja, wir hören uns hier alle über Kopfhörer, ne? Läuft ganz gut. Malte, hat denn jemand Fragen an dich geschickt nach der letzten Folge von Teamtreff? Leider nicht so wirklich, aber ich habe mir da was ausgedacht und ich habe einfach mal einen Gast eingeladen und mir selber quasi eine Frage ausgedacht, die bestimmt alle interessieren könnte. Ja, das ist auf jeden Fall pragmatisch. Du hast es einfach raus. Dann erzähl auch mal, wen hast du denn eingeladen? Ich habe den Jakko eingeladen. Der Jakko kann sich auch mal dazuschalten. Hallo. Ich bin gespannt, ob der Jakko auch ein Küchentuch um den Hals trägt jetzt. Ja, ich habe, hallo, seht ihr mich? Nein. Nee, noch nicht, aber ich glaube, jetzt kommst gerade. Jetzt bist du da. Jetzt, Jakko. Hi. Hi. Ich habe kein Küchentuch, also ich habe natürlich, ich trage immer ein Küchentuch, ein rot-weißes Küchentuch um meinen Hals. Ja, genau.
Hi. Ja, Malte. Hi. Malte, was hast du denn für Fragen? Frag ihn, Jakko. Jakko, hi. Cool, dass du dir Zeit genommen hast und hier bist. Ich habe mir gedacht, ich frage dich mal ein bisschen, was zur wilden Wiese. Das ist ja ein Konzept, das letztes Jahr das erste Mal stattgefunden hat. Und ich wollte mal wissen, wird es das eigentlich nochmal geben? Ja, das wird es auf jeden Fall nochmal geben. Nächstes Jahr, im Jahr 2021. Leider habe ich gerade tatsächlich nicht das Datum recherchiert. Aber es ist immer so um die Zeit, wo immer das Bundeslager stattfindet, so Ende Juli rum. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und es wird auf jeden Fall wieder stattfinden, denn wir haben bei der ersten Wilden Wiese im letzten Jahr unfassbar viele Sachen ausprobiert und haben dann im Nachhinein auch festgestellt, dass vieles schon gut funktioniert hat, aber manches auch noch verbessert werden kann. Und das möchten wir im nächsten Jahr gerne wieder nochmal besser machen und optimiert durchführen. Deshalb, und ich freue mich auch schon wahnsinnig, weil das im letzten Jahr auch schon echt ein riesig großes, schönes Erlebnis war. Cool, mega. Also ich war letztes Jahr auch da und mir hat es richtig gut gefallen. Es war echt top. Das ist schön, das ist voll schön, voll gut. Ist das denn dann wieder in Immenhausen oder wo wird das stattfinden? Ja genau, wieder in Immenhausen. Also ihr müsst euch vom Ort gar nicht so groß umgewöhnen, sondern ihr kommt einfach wieder zurück, sag ich mal. Und genau, da wird das dann wieder stattfinden und mal gucken, vielleicht wird sich der Lagerplatz ja ein bisschen verändert haben, vielleicht vom Aufbau, das werden wir mal gucken, das wird sich dann noch zeigen, aber wir fahren auf jeden Fall wieder nach Immenhausen. Cool, der Platz war nämlich mega gut. Und vielleicht kannst du uns noch erzählen, was war denn dein Highlight der Wilden Wiese? Mein Highlight, kann ich gar nicht so gut in Worte fassen, aber im Prinzip war es so die ganze Wilde Wiese und wenn ich es in einen Moment fassen würde, war es tatsächlich so der Moment bei der Abschlussrunde, wo ich für mich realisiert habe, okay, krass, jetzt ist die ganze Woche irgendwie rumgegangen. Es war unfassbar schön, weil so viele schöne Dinge entstanden sind. Wir haben gemeinsam gekocht, wir haben gemeinsam Programme durchgeführt und es hat alles irgendwie funktioniert. Also es ist niemand verhungert, alle hatten, glaube ich, weitestgehend Spaß. Und wo dann einfach auch für mich so realisiert, also wo ich auch emotional gemerkt habe, krass, jetzt hat man es irgendwie geschafft und jetzt ist es vorbei. Wobei das natürlich jetzt auch nicht das schönste Erlebnis war vielleicht, aber vielleicht auch die Vorfreude auf das nächste Mal. Und ein weiteres schönes Erlebnis fand ich tatsächlich in den Feuerstellen zu kochen. Also wir durften auch mal kochen von der Lagerleitung fürs Team und haben in dieser fetten Pfanne da, so ein Chili war das, glaube ich, für alle gekocht. Und das war richtig geil. Das hat mir auch mega, also ich hätte am liebsten jeden Tag gekocht. Aber das war auch auf jeden Fall ziemlich cool. Sehr cool. Das klingt auf jeden Fall gut und wiederholungsbedürftig. Ja, auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn im nächsten Jahr auch voll viele Leute wieder mit dabei sind. Genau. Cool. Okay, Jakko, das war es auch eigentlich schon. Voll gut und nett, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dafür. Ja, und dann würde ich sagen, schickt mir auf jeden Fall eure Fragen. Ansonsten denke ich mir einfach selber weiter welche aus. Und ich gebe mal wieder zurück an den Julian. Ja, vielen Dank, Malte. Vielen Dank, Jakko. Bis bald. Als Schluss gibt es jetzt noch ein Lied. Glück auf, Glück auf. Jeder Tag beginnt mit Sonnenschein. Glück auf, Glück auf. Da kann es richtig schön mit Olaf schneien. Wenn der einmal unter Tage war und so das Dunkelheit erkennt, der lebt das Leben mit dem Sonnenschein. Und das, was man ihr Leben nennt, Glück auf, Glück auf. Jeder Tag beginnt mit Sonnenschein. Glück auf, Glück auf. Da kann es wirklich stimmen oder schneien. Glück auf, komm, Gott! NRW. Ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, was so verpixelt ist, weil das so unaufgeräumt ist. Ich habe jetzt offiziell Ferien. Ich bin Lehrer, das heißt, ich darf keine Aufgaben mehr stellen und vegetiere hier so vor mich hin. Aber in den letzten Tagen hatte ich eigentlich relativ viel Freude, weil eben so gutes Wetter ist. Und auch heute war ich noch mal draußen und ich habe so das Gefühl, dass viele Leute gerade rausgehen, auch wahrscheinlich viele von euch, viele Leute aus der Malteserjugend. Und die Leute sind irgendwie alle gut drauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ich habe so ein bisschen Sonnenbrand auf der Nase. Denn ich bin gestern 3 Stunden Fahrrad gefahren.
von Essen bis nach Hattingen an der Ruhr entlang. Und ich habe das Gefühl, viele Leute sind draußen und die grüßen sich alle und wünschen sich alle frohe Ostern. Also bei mir ist eigentlich die Laune gerade ganz gut. Wie sieht es bei euch beiden aus? Ira? Ja, ich habe heute auch den ganzen Tag so ein bisschen aufgeräumt und Sachen gemacht. Doch, an sich, ich habe heute auch noch was ganz Spannendes gemacht. Die Malteser in Essen haben so ein Dienst eingerichtet, bei dem sie versuchen, Senioren anzurufen, die vielleicht keine Angehörigen mehr haben oder wenige Leute zum Reden. Und da habe ich heute das erste Mal einen Senior aus Bottrop angerufen. Der ist 90 Jahre alt und ich glaube, ich war zu aufgeregt. Deswegen habe ich sehr schnell gesprochen und er hat mich gar nicht verstanden. Aber an sich war es ein cooles Gespräch. So, der hat hier in der Nähe, wo ich wohne, früher Fenster gebaut in der Schreinerei. Und ja, das war irgendwie ganz nett. Und ich wusste, dass das eigentlich eine ganz gute Sache war, als er sich verabschiedet hat. Ja, also dann würde ich mal sagen, bis nächstes Mal. Ja, dann ist das ja angekommen. Cool. Ja, auf jeden Fall. Peter, wie schaut es denn bei dir aus? Jo. Fein soweit, Zimmer ist verpixelt. Ich habe diese Woche Urlaub und habe heute im Prinzip nur den Teamtreff als Bestandteil auch so von Jugendprogramm. Ich bin auch draußen gewesen heute in der Stadt und das war sehr, also wirklich auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite, wir sind mal mit dem Fahrrad über die Einkaufsstraße in Essen gerollt und das ist schon krass irgendwie wie, also es sieht aus wie ein Sonntag und doch irgendwie anders. Das ist schon ein krasses Bild. Und ja, man kann nur hoffen, dass wir auch da auch bald wieder Änderungen haben. Aber genau, egal wie lange das dauert, wir sehen zu, dass wir da uns die Laune nicht verderben lassen. Und den Menschen, glaube ich, auf Augenhöhe in Anführungszeichen die Augen waschen. Das fand ich gerade ein total cooles Bild, was schwierig zu realisieren ist irgendwie. Und aber wirklich den Menschen, die uns begegnen, irgendwie freundlich begegnen, so wie Julian sagte, das ist auf jeden Fall die Aufgabe so dieser Zeit. Ja, ich bin auch gestern, ich bin gestern ganz vielen Menschen digital ganz freundlich begegnet, denn ich habe immer mittwochsabends Chorprobe. Ich singe in einem Chor und gestern Abend haben wir geprobt und wir müssen jetzt in der nächsten Zeit unsere ganzen Konzerte absagen. Also eigentlich sind alle sehr traurig, aber wir singen jetzt alle mit stummem Mikrofon nur Bilder an und dann sitzen da alle und bewegen ihren Mund und proben dann zusammen. Mein Chorleiter sitzt am Klavier. Das ist auch noch sowas, was ich gestern gemacht habe. Aber auch da, ne, die Leute sind alle sehr freundlich und doch hoffnungsfroh. Alle haben jetzt, glaube ich, gutes Osterfeeling und sind gespannt, was danach passiert. So. Ich kann vielleicht noch, bevor ich Ira noch mal bitte, vielleicht was zu sagen, wenn sie noch was hat für unseren kleinen Plausch, noch erzählen, dass bei mir auch Malteserjugendmäßig ein bisschen was abgeht gerade. Denn ich bin noch auf Bundesebene im Arbeitskreis Musik. Und dieser Arbeitskreis Musik hat gerade einen YouTube-Kanal an den Start gebracht und wir sind jetzt gerade, und das beschäftigt mich hier fast jeden Tag, dabei, dort immer wieder Lieder hochzuladen, die wir eingesungen haben aus der sogenannten Lisa. Und am Ende in unserem Werbeblog werde ich euch auch nochmal den Link posten, wo ihr den YouTube-Kanal findet. Und da ist die Lisa, leider ein bisschen verpixelt. Ja, ich werde euch auf jeden Fall alle Links nochmal posten, damit ihr da hinfindet. Auf der Homepage gibt es die ganzen Dateien und MP3s schon zu hören. Also das ist, glaube ich, sehr sehenswert. Und das beschäftigt mich persönlich gerade auch noch hier in meinem Arbeitszimmer, der AK Musik. Habt ihr noch was ihr gerade so macht? Ja, ich hatte auch noch mal überlegt. Und dann habe ich heute mal versucht, alle meine Termine, die ich so abgemacht habe, zum Skypen und so in meinen Kalender einzutragen. Und mir ist aufgefallen, nächste Woche habe ich jede Woche irgendwie, jeden Wochentag irgendwas irgendwie von hier unserem Teamtreff. Und dann bin ich ja noch auf NRW-Ebene im AK Nachhaltigkeit. Wir treffen uns auch. Und die Vorbereitungen fürs Bundeslager. Lasst uns alle ganz doll die Daumen drücken, dass wir bis dahin uns wieder sehen dürfen. Die laufen auch. Und auch da treffen wir uns demnächst wieder digital und versuchen, das vorzubereiten. Also es ist irgendwie doch ganz schön viel zu tun. Aber wie machst du das eigentlich alles ohne Smartphone, Ira? Ich habe gehört, du benutzt es nicht, oder doch? Wie sieht's aus? Ja, also ich darf Abschied nehmen von diesem kleinen, süßen Ding hier. Ende der Fastenzeit ohne Smartphone mache ich das. Wie mache ich das? Ich
sitze halt immer wieder am Rechner und wenn ich nicht am Rechner sitze, dann kriege ich halt keine Benachrichtigungen. So. Das habe ich gemacht, weil ich vor, ich glaube, 5, 6 Jahren die Diözese Aachen da, glaube ich, mal dran war, dass sie dieses Facebook-Fasten eingeführt hat. Und ich habe mir dann immer überlegt, eigentlich ist Facebook-Fasten ja schön und gut, aber ein bisschen noch einen drauflegen und das Smartphone auch mal für 40 Tage weglegen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und man darf ja eigentlich sogar immer sonntags Fasten brechen. Das habe ich dieses Mal auch gemacht. Und dann saß ich immer sonntags da und hatte, was weiß ich, wie viele 100 Nachrichten und musste immer eine Stunde einplanen. Aber schon okay. Also es hat auf jeden Fall gut getan. In den ganzen motivierten Malteser-Jugend-Chats, wo die ganze Zeit geplant und gemacht wurde, hast du dann einmal in der Woche alles nur mitbekommen. Aber ja. Gut, dass so viel über Teams läuft. Ne? Wir hier alle in Teams, das ist ja eine gute Sache. Ja, krass. Der Lukas, der schreibt uns irgendwie, wir müssen unbedingt erwähnen, dass heute ein spezieller Tag ist, die Kar- und Ostertage ohne Gottesdienste. Das ist wirklich schon ein bisschen krass. Ne? Ich habe mich zumindest heute mal grün angezogen, dass ich irgendwie an Klamotten hatte, irgendwie um so ein bisschen den Tag zu begehen. Aber das ist auch wirklich eigenartig. Ja, die Kirchen hier bei mir in der Nähe, die sind zumindest geöffnet, dass man so mal reingehen kann, mal ein Kerzchen anzünden kann und dann schnell wieder rausgeht, damit die Nächsten, die vor der Kirche stehen, da gibt es, was es in Deutschland, glaube ich, lange nicht mehr gibt, irgendwie Schlangen vor der Kirche. Mhm. Das ist unglaublich irgendwie. Das ist einmalig, habe ich noch nie erlebt und ich glaube, das werden wir auch nie wieder erleben, solche Ostertage wie heute. Ja, in der nächsten Rubrik geht es um die erste Interaktion mit euch. Wir wollen nochmal Tabu spielen. Das wird so funktionieren, dass wir versuchen, euch einen Begriff zu erklären und ihr erratet den. Und wenn das gut klappt, dann gibt es vielleicht Level 2 Tabu. Also, das ist in der Malteser-Jugend sehr wichtig. Und wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich in der oder was wir in der Malteser-Jugend machen, es ist nicht Eiskaffee. Wenn mich jemand fragt, was wir in der Malteser-Jugend machen, kann ich das mit Hilfe dieser Begriffe ganz gut erklären. Da kann man auch immer so ganz gut erklären, was das Besondere an der Malteser-Jugend ist gegenüber anderen Jugendverbänden. Ja, und ich glaube, der Raimund hat es nämlich erraten. Es sind unsere, ich durfte nicht sagen, Leitbild, Schlagworte, Motto, Inhalt, aber es ist Lachen, Helfen, Glauben, Lernen. Richtig. Yes. Okay, man braucht Mehl, was man heute nicht mehr kriegt. Man braucht manchmal ein bisschen Öl, was man heute nicht mehr kriegt. Dann macht man daraus einen Teig und den tut man auf einen Ast. Ich glaube, es ist erraten. Aber ja. Annalena, ich weiß leider nicht, was Stockbiot ist. Ich würde sagen, Gabriele hat gewonnen, würde ich sagen. Ganz einfach. Herzlichen Glückwunsch, Gabriele. Aber Stockbiot ist auch lecker, glaube ich. Was ist das? Weiß ich noch nicht. Sag mal, Malte, bist du eigentlich auch hier? Kannst du vielleicht auch noch einen Begriff erklären? Schalt dich doch mal dazu, wenn du gerade hier bist irgendwie, weil wir wollen dich gleich eh einbinden. Servus, da bin ich wieder. Yes, heute. Ja, hörst du uns auch? Du hast heute gar keine Kopfhörer auf. Ja, ich habe das heute mal so laut hier laufen über den Laptop einfach, aber ich höre euch gut. Sehr gut. Deine Haare werden auch immer länger, ne? Meine auch. Es ist grausam. Ja, man kann echt nicht furchtbar. Mehr die ab. Ich habe schon überlegt, ob ich selber mal Hand anlege, aber ich traue mich noch nicht. Nee, ich traue mich auch nicht. Malte, wie wäre es, wenn du noch mal einen Begriff erklärst, so zum Abschluss? Ich kann es versuchen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Du schaffst das schon. Also das, was fett gedruckt ist, darfst du nicht, ist der Begriff und das, was da drunter steht, das darfst du nicht sagen, Malte, ne? Okay. Lesen kannst du ja schon, ne? Ja, sichi. Also Leute, passt gut auf. Es geht auch darum, wenn wir zusammen übernachten, dann gehen wir abends immer aufs Klo. Auf etwas drauf. Toilette. Ja, auch. Und danach. Ja, da sehe ich es. Feldbett? Feldbett war richtig. Schläfst du gerne auf dem Feldbett, Julian? Ich? Nein, ich gehe nie auf ein Feldbett. Ich auch nicht. Du, Peter? Bist du ein Feldbettschläfer?
Also als ich in Hamburg war, da gab es wirklich in der DGS einen Stapel an Feldbetten und da habe ich das ausprobiert und habe kein eigenes Feldbett und das war nicht so gut, dass ich sage, ich kaufe mir ein eigenes. Also ich fand das dann immer sehr krass umfangreich irgendwie, dieses Disco-Betten oder wie sie heißen, das ist wahnsinnig viel Material und da nehme ich lieber meine Isomatte dann mit. Das ist alles ein bisschen flotter, ist man ein bisschen flexibler. Das stimmt. Also ich stehe ja ein bisschen auf Luxus, deshalb nehme ich immer Feldbett und Isomatte. Ja, also das habe ich damals auch gemacht. Ich kenne im Bundeslager auch schon Leute, die fahren da schon irgendwie viele, viele Jahre mit. Die haben auch eine Palette, darauf ein Fell, dann eine Matte, dann noch irgendwie gefühlt dann noch ein Feldbett und noch ein Fell und dann zwei Schlafsäcke. Die machen sich da so einen richtigen kleinen Thron, damit die einigermaßen rückenschmerzfrei übernachten können. Aber mit dem Alter kommt das halt. Ich glaube so, wir hier alle, ne, wir sind ja alle jung und fidel, wir brauchen eigentlich nicht mehr als eine Isomatte. Ist meine Meinung. Und außerdem, wer hätte es gedacht, geht es um etwas ganz Besonderes, nämlich das Osterfest, was wir in den letzten Tagen und auch heute noch feiern dürfen. Und gerade dazu haben wir einen ganz besonderen Gast. Ihr seht ihn schon in den Fotos oder in den Videos. Herzlich willkommen, Carsten Weide, Stilzesan Jugendseelsorger der Diözese Münster. Jawohl, ganz herzlichen Dank dir und euch. Freue mich, da zu sein. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Gerne, oder gerne. Hier uns im Studio besuchst. vielleicht starten wir einfach mit einem kurzen Impuls. Ja, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon gesagt und ihr habt es alle schon gehört, wir haben Ostern, ne? Welch verblüffende Botschaft. Und wir wissen alle, was mit Ostern verbunden ist. Vielleicht denken die einen, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Einige denken vielleicht auch etwas entfernter nur an Hasen und an Eier, an Family-Treff, an gutes Essen und, und. Also Ostern ist ja ganz, ganz vielgestaltig und so und vieles gehört einfach mit dazu. Und in diesem Jahr müssen wir einfach feststellen, Ostern 2020 ist irgendwie völlig anders. Ich selber kann das eben auch so erleben. Normalerweise wäre ich jetzt wahrscheinlich jetzt hier nicht digital mit euch verbunden, sondern würde eigentlich meine Eltern besuchen und so. Aber gerade in diesem Jahr ist Ostern etwas isolierter als sonst. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, Ostern findet statt. Ostern ist. Und es steht im Kalender. Und das ist genau eben auch die Einladung an uns, dass wir das eben auch annehmen und begehen. Und deswegen die Frage, was ist denn jetzt Ostern? Was feiern wir? Da bin ich wieder genau bei dem, womit ich auch gerade angefangen habe, eben das große Geheimnis von Auferstehung. Dass wir das wirklich glauben können, uns auch im Zweifeln immer wieder daran wagen müssen, das zu glauben, zu versuchen, dass nämlich tatsächlich Jesus von den Toten auferstanden ist. Und das ist schon eine ganz crazy Nummer, völlig klar, ne? Weil alle, die schon einmal bei einer Beerdigung waren, selbst wenn man den Wunsch hätte, dass das Ganze rückgängig zu machen wäre, wir wissen einfach, wenn jemand ins Grab gelegt ist, wenn jemand verstorben ist, dann ist er einfach nicht mehr da. Und diese ganz andere Erfahrung damals, dass es eben doch so war, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das hat auch damals für Irritation gesorgt. Und das beruhigt mich persönlich immer wieder. Und ich hoffe auch, dass es dich, wenn du jetzt mit dabei bist, auch beruhigen kann. Denn alle waren irritiert damals. Ganz egal, ob Frauen oder Männer, ob die engsten Freunde, ob die, die vorher wie so ein Petrus auch Schiss in der Buchse hatten und einfach gesagt haben, hey, ich kenne den nicht und so. Alle waren irritiert, alle haben aber auch drüber gesprochen und alle haben vor allem auch ihre Traurigkeit zum Ausdruck gebracht. Heute Ostermontag denken wir immer an die Jünger, die beiden, die nach Emmaus gelaufen sind. Die waren total down, da war absoluter Shutdown, aber die haben drüber geredet. Und ich glaube, das ist in diesem Jahr an Ostern ganz, ganz wichtig, wenn wir es auch nicht immer im Live-Act tun können, wenn wir keine Gottesdienste großartig feiern konnten und. Aber dass wir die digitalen Medien nutzen können, wie wir es auch jetzt einfach machen, genau hier in unserem Teamtreff, einfach darüber zu sprechen. Einfach das zu sagen, was mich gerade bewegt und dann so diesem Geheimnis von Auferstehung von Ostern etwas nahe zu kommen. Ich kann dir nicht garantieren, dass es bei dir gleich Klick macht und du sagst, okay, bon, ich habe jetzt so und so viele Jahre drauf gewartet, endlich schnall ich's. Aber das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Mein Impuls einfach nur jetzt und mein Gedanke, das immer wieder zu glauben, zu versuchen. Und wenn es mal nicht klappt, frag jemand anders, wie gehst du denn damit um? Und das könnte jetzt eine gute Möglichkeit sein. In diesem Sinne jetzt schon mal, auf jeden Fall als gute Voraussetzung, frohe Ostern.
Vielen Dank, Carsten. Ich bin immer wieder verblüffend, wie nahbar und nah dran deine Impulse sind. Und das hat mich. Danke. Vielleicht ein kurzes Hallo auch von meiner Seite. Ich sitze so wie letzte Woche auch wieder in meinem Zimmer in Meckenheim, wo ich auch herkomme. Und ja, für mich ist Ostern gerade ganz ruhig verlaufen, ganz anders als irgendwie erwartet. Und trotzdem dann doch irgendwie dadurch ja, auf eine andere Art und Weise besinnlich und in der Hinsicht schön. Und naja, nichtsdestotrotz nimmt man sich ja dann schon nochmal an so einem Wochenende die Zeit dafür, Besonderes zu machen, sag ich mal. Ja. Wen haben wir noch in der Runde aus unserem Moderationsteam hier? Der Peter, den sehe ich doch noch. Ja, Glück auf und frohe Ostern. Ich sitze in Essen in unserem Wohnzimmer, was jetzt auch lange Zeit, also die ganzen Feiertage von Donnerstagabend, da wo in den Kirchen die Altäre leergeräumt worden werden, normalerweise leergeräumt werden, habe ich hier unseren Wohnzimmertisch, als Arbeitstisch irgendwie so genutzt worden ist, 3 Wochen vorher ohne Unterbrechung wieder zum Wohnzimmertisch gemacht und vorhin das Ganze wiederum zurück. Strukturiert hier in Richtung Arbeitszimmer, um hier ja, die Computer wieder auf dem Tisch stehen zu haben. Und ja, war ein besonderes Osterfest irgendwie. Die Ira, die hat vorhin schon mal gemutmaßt, irgendwie, was könnte es sein? Ist es ein Lagerfeuer? Ich will es mal einmal auflösen. Irgendwie. Ich habe auf die letzten Meter, ich war noch mal kurz in Münster, ich habe mir noch mal so ein Weihrauchteilchen Schale gekauft und als ich am Mittwoch in der Stadt war, auch mit meiner Tochter eine Kerze angezündet habe, habe ich gedacht, ja, auf den Geruch eigentlich kannst du nicht verzichten. Und außerdem wollte ich das für Impulse mit Jugendlichen immer mal haben. Das, so für Fürbitten eignet sich das ja super. Und dann dachte ich, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, um da auch, auch Weihrauch irgendwie wirklich zu Hause zu haben. Irgendwie war ganz lustig, nachdem ich wirklich tolle Impulse so in der also erstmal von der Jugendkirche Gleis X war ein kurzer Osterimpuls in der Osternacht, der war sensationell. Bekannte Stimmen irgendwie auch im Radio, im Sound, Audiodateien, die man abspielen konnte und Lieder, die man hören konnte. Und naja, eigentlich habe ich im ZDF den Gottesdienst aus dem Mainzer Dom aufgenommen und das war dann aber, also es ging dann eben mit Feier mit der Frau dann auch erst später und dann habe ich um 1:30 in der Osternacht das angeschaltet, auch hier das Weihrauchfass dann in Gang genommen und habe Gott sei Dank die Warnung meiner Frau noch ernst genommen, irgendwie den Rauchmelder zu installieren. Zu der Zeit hätte der, also der hätte bestimmt angeschlagen, so wie ich eingeräuchert habe. Das habe ich vorhin jetzt auch gemacht, um euch das auch ein bisschen Weihrauch nach Hause zu bringen. Das war so mein lustiges Erlebnis ist, jetzt hier an diesem Osterwochenende. Lifehacks direkt aus Essen zum Home-Weihnachten. Home-Osterfeiern. Man wird schon ganz gaga hier. Carsten mit K, wie hast du Ostern verbracht? Also ich habe natürlich auch völlig andere Ostern verbracht, als das sonst die Jahre war. Aber ich hatte das große Glück, dass ich hier in der Jugendkirche in Münster in Efferta in dem Format Hashtag feiern wir in Efferta komplett mit Leuten zusammen, also mit Leuten heißt immer 5 Leute im Kirchraum, weil mir ist nicht erlaubt in NRW ja, die komplette Osterliturgie zu feiern. Also wir haben immer Livestream gehabt, also von daher Peter, wenn du nochmal was nachfeiern willst und so, ne, und auch ihr alle, wenn ihr da nochmal eintauchen wollt, unter feiernwir.de könnt ihr alles noch im Livestream und auch bei YouTube finden. Also wir haben komplett Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht und auch gestern Abend Ostersonntag nochmal um 19 Uhr gefeiert. Das war ganz schön, aber das war auch natürlich völlig anders. Ne? Also du bist in der Kirche, ich habe die ganze Zeit nur auf Kameras und so einen Technikwust da geschaut. Alle Stühle waren leer. Hinter mir waren 2 Teammitglieder als Musiker und 2 Musiker hinter mir, 2 Techniker vor mir, ich in der Mitte als 5. Damit war es auch schon alles, was in dem Kirchraum sein durfte. Aber wir haben ungemeine Gerätezuschaltungen gehabt, immer so zwischen 2.000 und 3.500 und haben ganz viele Bilder bekommen, dass auch mehrere Leute vor dem Bildschirm tatsächlich dann mitgefeiert haben, also so wie es erlaubt ist natürlich, ne, als Paare oder als Familien, sodass wir also eine riesengroße Gemeinde hatten und das auch immer interaktiv gewesen ist. Es war immer eine Sache mit Mentimeter,
Wir haben in der Osternacht eingeladen, ein Sharepic einfach vom Bildschirm zu fotografieren, wo der Friede sei mit dir drauf stand, zum Friedensgruß in 5 Sprachen und das rumzuschicken. Und ich habe nach der Osternacht, ich habe bei 200, habe ich dann nachher irgendwann aufgehört. Ich habe 200 Mal auch selber dieses Sharepic dann wieder zurückbekommen, also mit dem Ostergruß. Also sehr viele Versuche, trotz aller Einschränkungen und Isolation, die natürlich auch notwendig und richtig ist, trotzdem interaktiv zu sein. Und deshalb kann ich einfach in 2020 an Ostern nur sagen, ein Hoch auf die Technik. Echt, also richtig, richtig gut. Und uns gäbe es ja jetzt hier auch nicht, wenn das technisch nicht so möglich wäre. Also von daher... es geht eine ganze Menge, es war völlig anders, aber ich bin von daher echt gut zufrieden und auch so ein bisschen so im Halleluja-Flow angekommen. Wow, das klingt voll gut und was Technik möglich macht, leitet so ein bisschen über, was so mein Ostern geprägt hat. Ich habe mit meiner WG also gefeiert, WG ist ja Wohngemeinschaft, das heißt, ich wohne hier einfach mit 3 anderen Leuten, wir teilen uns eine Wohnung, aber also wir sind einfach als Menschen, irgendwie mögen wir uns und verbringen auch gerne die Feiertage, wir haben zusammen gekocht, wir kochen auch gleich noch was zusammen. Aber klar, meine Familie konnte ich nicht sehen, aus mehreren Gründen. Einerseits wohnen die in Berlin, andererseits sind die gerade nicht in meinem engeren Kontaktkreis. Mhm. Aber ich habe ja vor einer Woche und 3 Tagen eine kleine Schwester bekommen. Und die kann ich natürlich auch die ganze Zeit nicht sehen. Aber jetzt über WhatsApp habe ich die gestern gesehen und ich bin total verliebt und die lag einfach nur in ihrem Maxi-Cosi, die sind haben eine Runde ins Grüne gemacht, die lag in ihrem Maxi-Cosi und das war total, ich saß die ganze Zeit nur da und dachte, dieses kleine Ding, oh Gott! Das war so mein Ostererlebnis. Das muss bei uns in der Familie liegen, dass das irgendwie um Ostern rum, dass wir gerne geboren werden. Genau, ich bin auch mal am Ostersonntag geboren, damals. Mal. Das heißt, ja. Mal. Ja. Halt Freude, meine Herren. Eine Freude. Ja. Was macht die Malteserjugend? Die große Frage ist ja, welche Rubrik spielen wir heute ab? Peter, mach doch mal den Einspieler. Oh. Ja. Ah. Lernen, helfen? Bleibt es wohl bei helfen? Es bleibt stehen. Wir auf, haben die Kategorie helfen. Ich habe ja schon erzählt, ich komme aus Berlin, mir fehlt meine Heimat, deswegen habe ich da natürlich auch noch mal ein bisschen rumtelefoniert. Und bei den Maltesern in Berlin gibt es einen ganz coolen neuen Dienst, den die ins Leben gerufen haben. Das ist der sogenannte Einkaufsservice während der Corona-Krise. Dazu möchten wir einladen zum Miterzählen. Katharina, du kannst jetzt gerne mal dein Mikro und deine Kamera anmachen und uns vielleicht ein bisschen erzählen, was ihr da genau macht. Bis du das machst, überbrücke ich das einfach mit ein bisschen Gequassel. Wir haben ja in dieser Kategorie immer vorzustellen, was ihr innerhalb der Corona-Krise so macht in der Malteser-Jugend, was euch beschäftigt, womit ihr eure Zeit verbringt, was ihr euch für tolle Aktionen ausdenkt. Und bei den Maltesern in Berlin kam die Idee auf, eben einkaufen zu gehen. Das ist an sich ein Problem, hat mir die Katharina vorhin in unserem kurzen Telefonat, wo ich sie überfallen habe, ungefähr vor 3 Stunden erzählt. Eigentlich eine Sache vom, sagen wir mal so, Erwachsenenverband, was aber ganz viele alte und junge Malteser-Jugendliche wieder mit ins Boot holt. Katharina, klappt das bei dir mit dem Online-Schalten? Ja. Ja. Cool, hi, du darfst gerne, wenn du möchtest, deine Kamera auch einschalten. Ich sehe, die ist eigentlich an. Die ist an. Ja, die ist schon an. Vielleicht fügt sich das jetzt, wenn Kathi anfängt, ein bisschen was zu erzählen, dann wird sie auch eingeblendet. Ja, Kathi, erzähl mal. Genau, wir haben mit dem Dienst vor, ich glaube, 3 Wochen mittlerweile angefangen oder 3,5 Wochen. Und war halt so die Idee, dass man den Leuten halt eben jetzt hilft, die vielleicht nicht mehr unbedingt vor die Tür gehen möchten, weil sie zur Risikogruppe gehören oder einfach auch ältere Menschen, die sagen, mir ist es jetzt auch nicht mehr so lieb, ich würde gern lieber zu Hause bleiben. Und die, für die sind wir jetzt so ein bisschen zuständig, also für die sind wir jetzt ein bisschen da. Es gibt bei uns in der Zentrale eine Nummer, da können die anrufen und geben dort ihre Bestellung auf. Und diese Bestellzettel oder Einkaufslisten werden dann an die Leute jeweils verteilt, wo sie wohnen. Also wir haben Berlin so ein bisschen aufgeteilt in alle Himmelsrichtungen, dass wir jetzt nicht alle anfahren müssen.
Und genau, ich bin da bei West mit dabei und wir kriegen dann diese Einkaufszettel und verteilen die dann wiederum an unsere Teams, die an dem Tag jeweils fahren, und sagen denen halt, okay, ihr müsst das und das für die und die Person einkaufen. Und dann treffen die sich, die sind immer zu zweit unterwegs, auch feste Teams, damit, falls was passieren sollte, wir die relativ schnell identifizieren können. Und die bringen dann die Einkäufe dann zu den Kunden, wie wir sie jetzt immer so nett betiteln, und achten da halt auch drauf, dass es möglichst kontaktlos abläuft. Aber natürlich reden wir schon mit denen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann sagen, wir reden nicht mehr mit euch, weil es wünschen sich auch viele, man merkt das auch in den Rückmeldungen, es wird auch häufiger in der Zentrale angerufen, gesagt, es ist so toll, dass ihr das macht, weil man merkt gerade bei den Älteren, dass sie irgendwie auch in diesem Kontakt zur Außenwelt so ein bisschen fehlt. Und ja, wir sind dann da nicht so, wir müssen jetzt sofort weiter, sondern bleiben halt im Zeichen der Malteser gerne stehen und reden dann noch kurz mit denen. Und ja, wir haben jetzt auch schon viele Wiederholungstäter, die schon häufiger angerufen haben, die wir jetzt auch schon kennen. Ist immer ganz schön. Ja, genau. Und es sind ja recht viele tatsächlich auch aus der Jugend mit dabei. Aber wir haben auch einige, die jetzt extern sind und gar nichts mit den Maltesern am Hut haben, aber halt gerne irgendwie was zurückgeben wollen jetzt in der Zeit. Und das ist auch halt schön, einfach so die Leute mal so kennenzulernen dann. Nice. Richtig guter Dienst. Ich habe gehört, ein altes Gruppenkind von mir ist jetzt auch wieder aufgetaucht. Ist es richtig, quasi das Gerücht, dass Leute, die lange nicht mehr bei den Maltesern aktiv waren, jetzt durch diese Aktion wieder zurückkommen? Ja, es gibt einige, die jetzt sagen, okay, also wir haben ja bei uns den Schulsanitätsdienst, der mit in die Jugend reingehört bei uns, der ein bisschen anders strukturiert. Und viele, die halt eben zu alt sind dafür, also die einfach aus der Schule raus sind, haben danach nicht mehr so viele Anlaufmöglichkeiten bei uns in Berlin. Und viele haben jetzt aber gesagt, ey, das ist voll cool, weil irgendwie tief im Herzen bin ich immer noch Malteser und ich habe jetzt wieder Bock zu helfen. Und wir hoffen halt natürlich auch darüber, irgendwie Leute wieder motiviert zu bekommen. Mega. Voll gut. Stark. Ja, unser Spiel, das, was wir jetzt miteinander spielen wollen, heißt Ostereier suchen. Du bist stumm, Peter. Okay, unser Spiel ist Ostereier suchen und eure Aufgabe ist es jetzt, zu gucken, wie viele Eier auf den Bildern zu sehen sind. Und ja, wir fangen mal ganz einfach an. Guck mal, unterschiedliche Antworten. Oh, ich war einen Schritt zu schnell. Ein 11. Ei ist noch zu finden. So ein bisschen fies ist das Ei hier hinter der Gitarre und das an der Tasche hier unten, ne? Also, aber wir haben noch mehr Eier versteckt. Ja, aber hier nochmal der Gewinner, die Gewinnerin Anni bei mir. Genau, da hatte ich die 11 schon elf schon angezeigt. Ja. Anni, sehr gut. Ich hatte nicht mehr reingeschaut. So. Ein nächstes. Mein Rechner hängt hier, sorry. Na nü. Da. Malte, ist der da? Malte? Ich habe Malte heute noch nicht gesehen. Hey Leute, frohe Ostern. Ah, der Malte. Na, alles gut bei euch? Ja, jetzt wo ich deine coole Brille sehe, auf jeden Fall. Habe ich heute extra gebastelt. Chillig. Mega gut. Malte, du hast immer Fragen für uns parat. Hast du heute eine Frage bekommen? Nee, ich habe keine bekommen, aber ich habe trotzdem wieder mir selber eine ausgedacht oder mir eine selbst parat gelegt. Oh. Und zwar haben wir heute einen Gast aus dem Jurtenteam aus dem Bundesjugendlager und zwar die liebe Valerie. Liebe Valerie, du kannst dich gerne dazuschalten. Hallo. Hi. Cool, dass du heute Zeit hast, mit dir bei zu sein und auch danke für deine Spontanität. Ja, klar, kein Problem. Also cool, dass ich mich dazuschalten darf. Sehr gerne. Also liebe Valerie, lass uns doch mal ein bisschen über das Jurtenteam im Bujulia quatschen. Du bist ja Mitglied dort in dem Team, oder? Ja, genau. Also die letzten zwei Bundesjugendlager bin ich dort als Teamerin mitgefahren und davor, weil ich noch nicht volljährig war, so als Praktikantin, habe ich mal reingeschnuppert, was die da so treiben. Cool.
Und wie lange dauert das so ungefähr, so eine riesen Jurte aufzubauen? Die ist ja echt mega groß immer. Es kommt auch sehr aufs Wetter an. Also das ist meistens tatsächlich das größte Problem. Wenn es so wie im letzten Lager mega heiß die ganze Zeit ist, dann kann man da mittags eher wenig aufbauen. Aber wir reisen meistens schon 3-4 Tage vor dem Bundesjugendlager an und bauen die Jurte dann auf. Und das klappt zeitlich meistens ganz gut. Also da gab es, glaube ich, noch nie, zumindest in meiner Zeit, keinen Stress, dass wir irgendwie am Samstag da mit den Teilnehmern nicht rechtzeitig fertig geworden wären. Boah, krass. Aber 3-4 Tage ist ja doch schon ganz schön lang für so eine große Jurte. Ja, also ich meine, wir brauchen da auch immer definitiv Hilfe. Also alleine können wir die ja auch nicht immer aufbauen. Da kommen dann auch immer andere Teamer noch dazu, vor allem beim Aufstellen. Und das ist halt schon echt Arbeit. Also so ist nicht das Ding. Das glaube ich. Ja. Und wofür oder woher bekommt ihr das Holz, das in der Jurte immer verbrannt wird und auch verbaut wird? Das ist jedes Jahr anders, weil das davon abhängt, wo das Lager ist. Und dann schauen wir halt im Vorhinein, okay, was für Waldbesitzer sind da in der Nähe, weil wir vor dem Lager ein Holzschlagwochenende haben, wo wir das Holz selber schlagen. Wow. Weil wir dann ganz genau schauen können, wie dick die Baumstämme sind und alles und das halt einfach selber aussuchen können. Krass, also sind die alle quasi maßgeschneidert von euch? Ja, also wir probieren es. Also ich bin da jetzt noch nicht mitgefahren, weil ich da noch nie Zeit dafür hatte. Aber ich glaube, die Jungs, die machen das echt immer ganz gut. Also vor allem, wenn sie zu schwer sind. Ich meine, man muss die ja auch tragen. Von daher, ja, tun wir uns selbst damit einen Gefallen. Mhm. Apropos Jungs, wie ist denn so die Stimmung bei euch im Jurten-Team? Du bist doch, wenn ich mich nicht irre, fast eine der einzigen Mädels, oder? Also mittlerweile sind wir fast 3 Mädels, also nicht fast, ziemlich genau 3 Mädels. Aber ja, das Team besteht überwiegend noch aus bärtigen Männern, aber das ist jetzt nicht der Stimmung abträglich und man kann auf jeden Fall gut zusammenarbeiten. Ja, cool. Und wie kommt man oder wie bist du in das Jurten-Team reingekommen? Also tatsächlich, was ich cool am Jurten-Team finde, ist, dass man dort Dinge macht, die ich jetzt zu Hause persönlich nicht mache. Also irgendwie Bäume durch die Gegend schleppen, so nach dem Motto. Und das hat mich einfach damals ziemlich interessiert. Und dann habe ich in einem Lager, habe ich einfach mal dort vorbeigeschaut tatsächlich. Ich meine, die sind ja auch an sich alle nett und freundlich. Und wenn man sich da einfach mal meldet und sagt, hi, ich finde cool, was ihr macht, kann ich mitmachen. Dann geht es eigentlich relativ einfach. Und dass man dann die nächsten Jahre auch mitfährt und so langsam lernt, wie man so eine große Jurte aufbaut. Cool. Mega gut, dass du dabei bist und das mitmachst. Ja, irgendwas muss ich. Das waren eigentlich auch schon meine Fragen. Hast du noch irgendwas Besonderes zu erzählen über die Jurte, was ich noch nicht gefragt habe? Oder? Ich könnte stundenlang über diese super Jurte was erzählen. Aber okay. Ich glaube, so die interessanten Fakten wurden hier abgefragt. Und genau, also ich kann das Team auf jeden Fall jedem wärmstens empfehlen, der auch echt ein bisschen Lust hat, mal auch an Handarbeit zu machen. Ich meine, wie gesagt, es ist schon anstrengend, aber eine ziemlich coole Arbeit, die sich definitiv lohnt. Ja, cool. Dann vielleicht an dieser Stelle mal liebe Grüße an das ganze Jurten-Team. Vielleicht kannst du die irgendwie ausrichten oder die Leute sehen das im Nachhinein. Und ich denke, alle Teilnehmenden hier in diesem Teamtreff freuen sich auf jeden Fall schon auf die nächsten Bujula-Abende in der Jurte. Hoffentlich. Vielen Dank, liebe Valerie. Ciao, ciao. Ja, Dankeschön, lieber Malte, dass du das so schön vorbereitet hast für uns. Und danke auch, Valerie, dass du Rede und Antwort gestanden hast. Mal schauen, vielleicht kriegen wir diese wunderschöne Jurtenburg ja nochmal zu sehen. Oder schnellstmöglich zu sehen. Ich hätte nämlich gerade nach dem Gespräch mega Lust auf so einen schönen Jurtenabend wieder. Malte, bist du eigentlich auch mit dabei? Hallihallo. Hi zusammen. Oh. Seht ihr mich? Hi. Ja, hi Malte. Hi. Willkommen. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Ich genieße das schöne Wetter draußen. Lieg viel in der Sonne rum. Super. Du bist aber noch gar nicht braun geworden. Du hast dich immer gut, immer Kopfbedeckung, immer eingeschmiert. Na klar. Malte, du bist echt so ein Vorbild, ne? Ja, das will ich auch sein.
Also, genau, ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch in diesen Teamchat oder in den Teamtreff eingeladen, und zwar die Sophie von Preising. Liebe Sophie, du kannst dich auch gerne mal dazuschalten. Ich bin schon die ganze Zeit da, ihr Lieben. Super. Und tu fleißig mitchatten. Ich habe nur leider heute Netzwerkprobleme und fliege immer wieder raus aus Teams. Deswegen habe ich die Kamera erstmal ausgeschaltet gehabt und bin auch nur am Handy, dummerweise. Ich hoffe, ich bin richtig. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir versuchen es. Hallo. Wir versuchen es einfach so gut, wie es möglich ist. möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, weil dich kennen mit Sicherheit gar nicht alle, die jetzt hier an dem Teamtreff gerade teilnehmen. Ja, hört ihr mich denn einigermaßen? Ja, gerade hast du ein bisschen gestockt, aber es geht. Ja, ich hab irgendwie heute technische Probleme. Ich bin seit jetzt schon über einem halben Jahr Regionalgeschäftsführerin hier für NRW, und ich bin 44 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, die sind 6 und 4, und hocken bei mir zu Hause im Moment. Also Homeoffice mit Kindern, volles Programm. Und geht aber ganz gut. Und ich bin seit 10 Jahren bei den Maltesern haupt- und ehrenamtlich engagiert in allen Richtungen. Und ja, bin Herzblut-Malteserin. Freue mich, heute hier dabei zu sein. Finde es sehr ein witziges Format und finde es toll, dass ihr das macht. Sehr cool. Vielen Dank schon mal dafür, dass du heute dabei sein kannst. Sophie, du arbeitest ja auch in dem Lagezentrum oder in dem Krisenstab NRW mit, und es kam tatsächlich auch in den letzten Teamtreffs immer mal wieder die Frage, warum denn nun eigentlich die Pfingstzeltlager ausfallen müssen. Kannst du uns vielleicht dazu noch mal 2, 3 Sachen sagen? Ja, ich weiß, das ist eine schwere Entscheidung gewesen, und ich glaube, da haben auch einige dran genagt, nicht nur in NRW, weil die Hessen haben sich ja auch so entschieden, und letzten Endes war ja da Pfingsten auch noch richtig weit weg, wie wir das entschieden haben. Ich würde aber heute, glaube ich, nochmal an dieser Entscheidung weiter festhalten, und ich bin auch froh, dass wir die volle, jedenfalls mein Eindruck, die volle Rückendeckung vom Landesjugendführungskreis haben für diese Entscheidung. Also, mir ist es echt schwer gefallen, weil ich weiß, wie sehr die Jugend an den Pfingstlagern hängt. Aber es ist so, in dem Zeitpunkt, wie wir das entschieden haben, hieß es ganz klar, dass der Peak dieser dynamischen Lage im Mai oder im Juni stattfinden würde. Und dass das Risiko, dass wir die Lage dann haben, dass wir Infektionen viel breiter in unserem eigenen Team haben, bei der Bevölkerung, nicht zuletzt eben auch bei Ehrenamtlichen, die war in dem damaligen Zeitpunkt, die Gefahr war groß. Und es gab eine Verfahrensanweisung bundesweit zu Veranstaltungen, und dann haben wir gesagt, das setzen wir jetzt konsequent um. Und nicht zuletzt, wenn man sieht, wie jetzt auch die Bundesregierung so vorsichtig ist mit den Schritten der Lockerung, denke ich, ist es nach wie vor gerechtfertigt. So schwer das ist und auch für uns alle auszuhalten, ist es nach wie vor gerechtfertigt, dass wir keine Pfingstlager durchführen. Mhm. Ja, ich glaube, für uns alle war das erstmal ein großer Schock, aber ich glaube auch, dass viele Teams sich schon zusammengehockt haben und über digitale Möglichkeiten irgendwie nachdenken, sodass man zumindest ein bisschen Pfingstzeitlager-Feeling an Pfingsten haben kann. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg, und umso mehr können wir uns ja auf jeden Fall auch schon auf nächstes Jahr freuen. Und kannst du auch noch kurz berichten, was aktuell sonst so bei den Maltesern auf NRW-Ebene passiert?
Ja, gerne. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Also wir sind natürlich voll und ganz damit beschäftigt, die Dienste sicherzustellen, die noch laufen dürfen. Das sind ja sehr wichtige Dienste, wie beispielsweise Hausnotruf, Rettungsdienst, Menüservice, also dieses Essen auf Rädern und andere Dienste. Und da gibt es verschiedene Fragestellungen. Auch diese Dienste können nicht einfach so sichergestellt werden. Gibt es besondere Vorschriften und Verfahrensanweisungen zur Hygiene und oder wie wer mitmachen darf. Also das beschäftigt uns sehr. Beispielsweise haben wir Malteser ja auch unsere Mitarbeiter besonders im Blick und da beispielsweise ältere Mitarbeiter, die wir viele auch haben. Also wir haben ja etliche Rentner, die bei uns mitmachen in den Diensten, dass wir zusehen, dass die nicht zum Einsatz kommen, weil sie ja zu diesen sogenannten vulnerablen Gruppen gehören. Dann haben wir zu kämpfen mit den ganzen wirtschaftlichen Auswirkungen, die das hat für die Dienste, wo die geschlossen wurden und wo wir auch Umsatzeinbußen leider haben. Und da schauen wir, dass wir diese verschiedenen Fördertöpfe auch irgendwie in Anspruch nehmen können. Da gibt es unheimlich viel Lobbyarbeit zu tun. Und dann beschäftigt uns ehrlich gesagt jetzt auch schon mehr und mehr die Frage des Wiedereinstiegs. Wie machen wir das? Wie sieht die neue Realität aus in unseren Büros, in unseren Diensten, für die Schulen und für die Dienste, die wir an Schulen anbringen? Und dann gibt es natürlich auch noch ein Leben neben Corona. Und das finde ich ist so besonders die Aufgabe von Geschäftsführungen, immer wieder auch zu gucken, dass wir nicht bei allem sagen, ja, das machen wir dann nach Corona, weil dann bleibt uns auch einiges liegen. Mhm. Okay, also es passiert auf jeden Fall ganz schön viel noch nebenher, wenn gerade irgendwie die Zeit des Stillstands ein bisschen da ist. Aber bei den Maltesern klingt das ja gar nicht so. Ira, wurden ein paar Fragen in den Chat noch gestellt oder? Mikro an. Es gab nur Fragen zum Bundeslager, aber ich glaube, dass man da nochmal auch gut abwarten kann. Auch unser Lagerrat tagt da. Ich weiß nicht, Frau von Preising, Sie könnten dazu natürlich eine Einschätzung geben, aber ich vermute, das sind Nachrichten und Einschätzungen, die wir vielleicht erst beim nächsten Mal hören wollen, wenn wir verkraftet haben, dass das Pfingstzeltlager erstmal nicht stattfindet und dann gucken wir mal, was wir mit dem Bundeslager wie machen. Oder möchten Sie dazu eine kurze Einschätzung geben? Nee. Ich habe keine neuesten Informationen und ich warte auch so gebannt und gespannt. Ich möchte so gerne, dass es stattfindet. Es ist in NRW und ich habe keine neuesten Informationen. Es ist nicht an mir, es zu entscheiden. Und ich warte genauso gespannt wie ihr auf die finale Entscheidung. Und ich hoffe, ihr duzt mich alle, wenn ihr wollt. Danke. Ja, also wir haben ja hier auch im Chat nochmal, den habe ich verfolgt und wurde auch tatsächlich parallel noch per WhatsApp von vielen fleißigen Zuschauern kontaktiert. Der Lagerrat tagt am Dienstag, um nochmal zu besprechen, wie die mit dieser Lage umgehen wollen. Klar ist, mindestens in unseren Herzen wird das Bundeslager stattfinden. Das ist schön gesagt, ja. Genau. Okay, liebe Sophie, dann danken wir dir auf jeden Fall, dass du heute hier mit dabei warst und dir Zeit für uns genommen hast. Und herzlichen Dank und liebe Grüße. Und als Schluss gibt es jetzt noch ein Lied. Ich lade euch ein zum Singen. Achtung, das meine ich natürlich nicht so ganz, so wie ich sage, denn wenn wir jetzt alle gleichzeitig singen, rauscht es nur. Das heißt, lasst eure Mikrofone ruhig aus. Ich mache meins auch gleich aus. Ihr seht hier schon einen Liedtext vom Lagerlied, von dem Lager, von dem ich vorhin schon erzählt habe, von 2015. Und ich mache euch jetzt den Track dazu an und ihr könnt einfach zu Hause aus vollem Herzen mitschmettern. Ihr dürft auch gerne eure Kamera anmachen, aber Achtung, ne, ihr werdet dann gefilmt, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Mitsingen. Los geht's. Spiegel, die sagen es mir nicht.
Beginn. Ich weiß ja im Grunde wohin und ich habe es gemacht und es ist in der Tat unglaublich. Ich hab's geträumt und jetzt ist es ein Teil von mir. Oh, und jetzt und womöglich geht's weiter in mir. Es ist in der Tat. Wie oft hab ich gewartet, dass etwas geschieht. Dass der Wind mich erfasst und den Horizont sieht. Wie lange hab aus, wie oft lief, wie es war. Nach langer Zeit war es mir dann auf einmal ganz klar. Bin ich das, was geschieht, muss in mir was geschehen. Meine Wege kann für mich kein anderer gehen. Und dann bin ich, was zählt, vielleicht vor meiner Tür. Der Schlüssel dazu liegt in mir. Und ich habe es gemacht. Und es ist in der Tat unglaublich. Ich hab's geträumt und jetzt ist es ein Teil von mir. Oh, und jetzt und womöglich geht's weiter in dir. Es ist in der in dem alles sich ordnet und alles sich dreht. Ist kein Berg mir zu hoch, ist kein Weg mir zu weit. In ihm hat alles Sinn, ich hab unendlich Zeit. Ich hab unendlich Zeit. Und jetzt weiß ich, was zählt. Und es ist in der Tat unglaublich. Ich hab's geträumt und jetzt ist es ein Teil von mir. Oh, und jetzt und womöglich lebt's weiter in mir. Ja, ich hab es gemacht. Und es ist in der Tat unglaublich. Ich hab's geträumt und jetzt ist es ein Teil von mir. Oh, und jetzt und womöglich lebt's weiter in mir. Es ist in der Tat. Yes, ihr habt richtig gut mitgesungen, glaube ich. Das ist ein ganz jetzt, schön hohes Lied. Ja, das ist ein ganz schön hohes Lied. Und jetzt machen wir nämlich ein Lagerfeuer an. Und alle, die wollen, können jetzt einfach noch hier bleiben. Alle, die nicht wollen, wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder. Ich freue mich schon, 17 Uhr. Und wir bleiben jetzt einfach noch ein bisschen hier und sind hier und quatschen oder was weiß ich. Kommt gerne rein, macht eure Mikros an, wenn ihr Bock habt. Und sonst sehen wir uns Donnerstag.